So, also jetzt kommt unser Beispiel A15. Die 7 Tage. Die 7 Tage. Ja, 7 Tage-Inzidenz oder Tagesinzidenz ist egal, aber ich habe sie hier einfach mal die tatsächlichen Daten eingetragen und der Witz ist, dass ich hier einen logarithmisch, ja, log. Hier ist eine logarithmische Skala. Sie sehen hier 100, 200, 400, ja, oder 20, 40. Der Abstand von 20 bis 40 ist der gleiche wie von 200 bis 400, sodass man hier, also hier, eine logarithmische Skala da. Ja. Und Sie sehen, dass die Zahlen, wenn ich sie logarithmisch zeichne, eine gerade so und jetzt wieder eine gerade so sind. Ja, ich kann Ihnen das zeigen hier, ich habe ein Lineal dabei. Das hier ist hier, am Anfang waren die Zahlen hier, sehen Sie mal, wie genau das auf einer Geraden ist. Ja, und dieser, ja, das war das, was passiert wäre, wenn, sehen Sie, das ist der Oktober hier. Das hier, hier ist der 1. November. Also im Oktober wäre es weiter so gegangen. Das heißt jetzt, wenn wir das hier weiterzeichnen, wenn wir nichts gemacht hätten im Oktober, dann wären wir ungefähr hier, was ist das hier, Mitte November schon bei 400 gewesen. Also Sie sehen, der Lockdown im November, der November-Lockdown hat was gebracht und die Zahlen sind sogar ganz leicht runtergegangen. Sie sehen, es ist wieder eine Gerade. Ja, und Sie sehen, wäre jetzt nicht der Lockdown vorbei gewesen oder irgendwie im Dezember was Besonderes passiert, dann wäre das ganz, ganz, ganz langsam runtergegangen. Ja, es ist aber eigentlich im Wesentlichen konstant. Wichtig ist, dass Sie sehen, das ist einfach eine Gerade. Ja? Und jetzt im Dezember sehen wir, ja, kommt drauf an, wollen wir jetzt so zeichnen oder wollen wir jetzt das hier nehmen? Ja? Also wenn wir jetzt mal die letzten Tage nehmen, wenn das so weitergehen würde, dann wären wir ja hier, also hier, das ist der 27. Dezember, wären wir schon bei über 300. Und hier 400 hätten wir schon, Anfang Januar wären wir bei 400. Also es ist schon klar, dass es gut ist, dass wir jetzt einen starken Lockdown machen, weil wir müssen jetzt ja wenigstens wieder auf gerade kommen oder runter, sonst rast es einfach davon. Ja? Also Sie sehen, ganz wichtig ist, wenn Sie irgendwie die Zahlen verstehen wollen, die in den Nachrichten gesagt werden, dann müssen Sie die in der logarithmischen Skala angucken. Leider gibt es diese Daten nirgendwo, deshalb habe ich Ihnen bei Moodle meine Datei verlinkt, wo ich jeden Tag das eintrage. Also Sie können jetzt, wenn Sie das wirklich interessiert und Sie die Zahlen interpretieren wollen, dann gucken Sie sich unbedingt die Sachen in der Logarithmenskalierung an und in der Datei, die ich da hochlade, können Sie das sehen. Ich trage da auch jeden Tag, wenn ich dran denke, die neuen Zahlen ein. Okay, also das ist einmal das, was man hier sieht und man sieht, dass in dieser Zeit irgendwie a, b und k ungefähr konstant war. Hier haben sich a, b und k geändert. Und hier nochmal, ja, also vielleicht will ich auch einmal sagen, diese Steigung hier, das ist ja 1 plus a mal k minus b. Ja, das ist die Steigung, log da. Aber was kann man also machen, wenn man jetzt das hier nicht haben will, sondern lieber das hier oder noch besser so runter? Naja, man kann entweder hier das A ändern, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass man bei einem Kontakt zwischen einem Kranken und einem gesunden Übertragung stattfindet. Also bei dem A, was macht man da, um das kleiner zu machen? Maske. Ja, dann kann die Übertragung, selbst wenn man sich trifft, kleiner werden und Abstand. Ja, dann wird, ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man schon jemanden Kranken trifft, dass man sich antrifft, wenn dieser Kranke eine Maske trägt, dann oder wenn man von zu dem Abstand hält, dann wird diese Zahl kleiner. Ja? Was kann man noch machen? Weniger Kontakte. Ja? Ja, das ist das, was wir jetzt in dem harten Lockdown machen wollen: weniger Kontakte. Ja, wie viele Leute, wie schnell die Leute wieder gesund werden, da können wir ein wenig dran machen. Ja? Ja, das könnte höchstens sein, wenn wir neue Medizin finden, Medikamente, die einem das erleichtern, wieder gesund zu werden. Ja. Also das ist am Anfang der Pandemie. Wenn die Pandemie weitergeht, dann wird ja hier vor noch dieser Faktor, wenn die Pandemie weitergeht.
Ja, dann habe ich ja noch diesen Faktor hier, die Anzahl derjenigen, die die Krankheit noch nie hatte, durch alle Leute. Ja? Und da gibt es dann noch eine Möglichkeit, man kann versuchen, diese Zahl kleiner zu machen. Ja, also dies ist der Abschnitt, das kann man machen. Ja, und wie kriegt man diese Zahl kleiner? Das sind die Leute, die die Krankheit noch kriegen können. Ja, und wenn man diese hier einfach von gesund direkt nicht über, nicht die Leute erst krank, sondern gleich zu immun kriegen würde, dann wären die hier raus und diese Zahl würde kleiner werden. Und da diese Zahl hier steht, später in der Pandemie, würde das auch diese Steigung hier kleiner machen. Also das ist mit Impfen. Da sind wir ja dabei. Impfstoffe gibt es. Also man hat eben doch immerhin vier Stellschrauben, an denen man drehen kann. Und jetzt sehen Sie auch, warum in den Nachrichten immer genau darüber gesprochen wird. Maske Abstand, um das A kleiner zu machen, weniger Kontakte, um das K kleiner zu machen und Impfen, um diesen Faktor kleiner zu machen. Das spielt aber erst eine Rolle, wenn die Pandemie weiter fortgeschritten ist. Im Moment spielt das noch nicht so eine große Rolle. Also wenn wir jetzt anfangen zu impfen, wird diese hier erst sehr langsam kleiner werden. Das heißt, wir müssen auch, wenn wir den Impfstoff haben, erstmal eine Weile lang noch das hier machen. Okay, so viel also zur Corona-Pandemie. Ich hoffe, es erleichtert ein bisschen die Nachrichten zu interpretieren und zu verstehen. Okay, das war's für dieses Kapitel.